Gästin, der Glückliche, mein Mann fragen darf. Das ist ein Mitbringsel aus dem Urlaub. Oh, oh. So, und jetzt werde ich Ihnen mal mitteilen, was wir mit Ihnen veranstalten wollen. Zuerst... Angelika, warum sind Sie eigentlich nach Trier gezogen? Weil ich das Kind bekomme und ich möchte nicht, dass Martin denkt, er sei der Vater. Ist er nicht? Ich hatte den Autounfall und dann kam die Trennung von Martin. Und dann habe ich Urlaub genommen, bin nach Mallorca gefahren und habe mich erholt und getröstet. Ein bisschen rasch getröstet und mit durchschlagendem Erfolg, wie man sieht, aber ich habe es wohl nicht nötig, mir von Ihnen Moral predigen zu lassen. So, und jetzt wollen wir endlich... Angelika, ich weiß genau, dass Martin lange Zeit zu feige war, klare Verhältnisse zu schaffen. Als er eine Affäre mit Michelle anfing, hat er immer noch bei Ihnen gewohnt. Ich weiß doch, dass Sie sehr unter der Trennung gelitten haben, aber dass Sie dann losfahren, um Sie mit irgendjemandem zu trösten, das können Sie erzählen, wem Sie wollen, mir nicht. Aber selbst wenn, dann kriegen Sie doch noch lange kein Kind. Denn Sie sind doch kein dummes Kind, das nicht weiß. Hören Sie auf. Martin ist für mich gestorben. Was ich jetzt mit meinem Leben anfange, ist ganz allein meine Angelegenheit. Und ich lehne es ab, mir von Ihnen... Martin gestorben? Er lebt. Und Ihr Kind wird Sie immer an ihn erinnern. Wissen Sie, dass auch Michelle ein Baby erwartet? Was? Ja, ist im dritten Monat. Ach, das haben Sie nicht gewusst? Nein. Woher sollte ich? Ich habe ja keinerlei... Ja, Martin wird genauso überrascht sein, wenn er hört, dass Sie... Das darf er nie erfahren. Versprechen Sie mir, dass Sie niemand sagen, dass Sie mich hier getroffen haben. Und dass ich... Dass ich weiß, dass Sie... Irgendwann erfährt das ja doch. Herr Zerfers, bitte. Na, Matzenbach, wie geht's? Beschissen wie immer. Na, dann ist ja gut. Ist die Familie da? Alle fünf. Fünf? Ah, die Michelle müssen sie doppelt zählen. Ja, natürlich. Ich dachte, das wird eine größere Bestellung. Und was hat er bestellt? Ludwig, ich denke, du bist im Krankenhaus. Ich bin nicht, ich war. Und es geht mir nicht besonders gut. Was haben die Ärzte denn gesagt? Ach, die Ärzte. Mir geht es nicht gut, weil ich unter trockener Zunge leide, nicht? Und ich hoffe, ihr könnt etwas für mich tun. Mineralwasser oder Most? Dumme Frage. Natürlich Most, aber in seinem Endzustand. Na, den hat man dir doch wohl verboten, oder? Nein. Die Ärzte waren sehr verständnisvoll. Ein Fläschchen ist erlaubt. Das hast du doch längst drin. Richtig. Und da ich gestern nicht getrunken habe und die Absicht habe, morgen nicht zu trinken. Richtig, dann möchte ich euch bitten, mit mir auf mein Wohl anzustoßen. Was haben die Ärzte denn wirklich gesagt? Du hast doch immerhin eine Stadt. Ja. Kreislaufschwäche. Kommt in den besten Familien vor, nicht? Sie haben ja auch einen Diätzettel verpasst. Kein Fett und so weiter. Dann kann ich dich nicht fragen, ob du mitessen willst. Denn wir haben... Aber du kannst was von meinem Salat haben. Ich hol dir einen Teller. Na, dann bitte keine Umstände. Vor allem keinen Salat, weil sonst bricht mein Kreislauf gleich wieder zusammen. Prost! Ludwig, du bist unverbesserlich. Hm? Richtig. Aber was sollte es an mir noch zu verbessern geben? Ja, die Ärzte waren sehr verständnisvoll und die Schwestern auch. Vor allem die eine. Ihr dürftet ihr übrigens kennen. Wollen du, Martin? Ich? Ja. Ach, du meinst... Ja. Die Tür geht auf und wer kommt herein? Fieber messen? Angelika. Angelika? Ja, seit 4 Monaten lebt sie in Trier und arbeitet dort im Krankenhaus. In Trier? Und wie geht es ihr? Gut. Und wie geht's dir? Mir? Ja. Was macht denn der Nachwuchs? Ach so, danke. Alles in Ordnung. Warum ist sie denn nach Trier? Sie hat hier doch eine Bombenstellung gehabt. Kannst du dir das nicht denken? Ich nehme an, sie hat Angst gehabt, dich zu treffen oder mich. Hat sie das nicht gesagt? Ja.
Und nun will ich euch endlich sagen, warum ich hier reingeschneit bin. Du machst doch bitte nicht so spannend. Irgendwas ist natürlich doch durchgesickert. Was heißt durchgesickert? Durchgesickert, dass ich im Krankenhaus war. Jemand hat nicht dich gehalten. Das kann jemand von euch gewesen sein. Oder die Monika vom Anker. Im Geschäft habe ich gesagt, dass du zu einem Kunden gefahren bist. Das hatten wir doch so besprochen. Richtig, Richtig, aber ist ja auch ganz egal. Jedenfalls will ich einigen Leuten beweisen, dass ich nach wie vor bei bester Gesundheit bin. Und darum plane ich eine bessere Veranstaltung bei mir zu Hause. Familie ist natürlich herzlichst dazu eingeladen. Was, du gibst eine Party? Ja, na stell dir vor. Beginn Freitag 19 Uhr, Ende ungewiss, bis an die Schmerzgrenze. Ich hoffe doch sehr, dass ihr kommt. So, ich mach dann für heute Schluss. Bis morgen. Bis morgen. Natürlich, Sie waren das. Was war ich? Sie haben im Ort herum erzählt, dass Ihr ehemaliger Chef endlich im Krankenhaus liegt. Und das glauben Sie wirklich? Na, warum fragen mich dann alle Leute, wie es mir geht? Ich nehme an, die Leute lieben Sie. Werden Sie jetzt nicht unverschämt? Herr Zerfass, ich habe jahrelang unter Ihren Launen gelitten, aber das ist vorbei. Ich habe Ihnen oft von Herzen alles Schlechte gewünscht, aber das ist vorbei. Sie sind mir inzwischen völlig gleichgültig. Und mich interessiert auch nicht, was Sie Ihrer Leber zumuten. Meine Leber ist völlig in Ordnung. Gratuliere. Aber dass Sie im Krankenhaus waren, habe ich nicht mal meiner Frau erzählt. Das können Sie nun glauben oder nicht. Guten Abend. Natürlich war das der Faber. Ludwig. Na ja. Die Leute werden schon merken, dass ich immer noch der Alte bin, ne? Ihr kommt doch. Was macht das? 35 Mark. Schreiben Sie bitte eine Quittung auf 37. Ja. Und wenn Sie mir bitte den Koffer rausholen. Ja. Danke. Zerfass? Ja. Wir haben nämlich heute... Ja, Michelle hat mir erzählt, dass Ludwig heute Abend eine Party gibt. Und da ich im Augenblick kein Engagement habe... Bitte kommen Sie doch rein. Herr Zerfass wird sich sicher sehr freuen. Sind Sie so freundlich? Ja, ich war gerade beim Putzen. Sie haben Besuch. Was, jetzt schon? Aber es ist doch erst... Ludwig! Elfriede! Na, das ist aber eine Überraschung. Ja, ich habe mit Michelle telefoniert. Das mache ich doch routinemäßig dreimal in der Woche. Und da hat sie mir gesagt, dass du heute... Dreimal in der Woche? Ja, natürlich, ich nehme doch Anteil. Ihr Kind wird doch mein Enkelkind. Und da habe ich gedacht... Sag mal, was machst du eigentlich hier auf dem Balkon? Na ja, die Ärzte haben mir Bewegung in frischer Luft verordnet. Ärzte? Ja, hat der Check-up im Krankenhaus und... Krankenhaus? Ja, und jetzt mache ich mir Bewegung in frischer Luft. Du warst im Krankenhaus und davon weiß ich gar nichts? Hätte ich vielleicht anrufen und um Erlaubnis fragen sollen? Nein, natürlich nicht, aber ich telefoniere doch wöchentlich. Ja, dreimal wöchentlich mit Michelle, das hast du mir ja schon gesagt. Du, wenn du willst, kann ich ein paar Tage bleiben und dich pflegen. Pflegen? Ja, du hast doch gesagt, du warst im Krankenhaus. Na ja, das war eine Routineuntersuchung. Ja, das bin ich ja meinem Alter schuldig. Solltest du übrigens auch einmal machen. Mein lieber Ludwig, sollte das etwa eine Anspielung auf mein Alter sein? Keine Anspielung, sondern Anteilnahme. Ich nehme eben auch Anteil. Genau wie du. Na schön. Dann will ich mal sehen, ob ich der Frau Büdinger in der Küche helfen kann. Ich kann nämlich sehr schöne Häppchen machen. Wie viele Gäste erwartest du denn? Na, ich schätze 30. 30 Leute? Ist doch viel zu anstrengend für dich. Na, auch nicht viel anstrengender als manche Gespräche, ja. Also... Geh du jetzt ruhig in die Küche, ja, damit ich mich hier in Ruhe eintrinken kann. Eintrinken? Natürlich, ja. In 2 Stunden kommen ja die Gäste. Darf ich Ihnen was empfehlen?
ob ich keine Kinder hätte, nicht? Sag ich doch, da waren Sie schon mal auf einem Straßenweinfest. Sag ich, ja, sag ich, na, was haben Sie denn da gemacht? Sag ich, ich hab getrunken, ich hab gegessen, nicht? Sag ich, na, das war alles, wollte ich wissen. Ne? Die Frage hat er gar nicht verstanden, der Herr Akademiker. Feste sollen des Menschen Herz erfreuen, habe ich ihm erklärt. Ne? Und nicht nur das Herz. Also ich habe bei solchen Festen so viel Freude erlebt, dass sicher mit einigen Ergebnissen zu rechnen ist. Du hast also Kinder? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, wie viele Kinder du hast? Zwei. Das ist alles? Ja. Mit der Leistung ist er Bürgermeister geworden, oder? Na, Hanna. Na, Prost. Alles in Ordnung. Und wie soll es jetzt weitergehen? Du musst davon irgendwas leben. Tja, ich lebe. Sehr bescheiden, aber recht und schlecht. Solange meine Stimme mitmacht. Ja. Du, was meinst du, ob ich heute hier was singen soll? Vielleicht später. Im Moment unterhalten sich doch alle sehr gut. Später sind sie alle blau. Aber bitte, wie du meinst. Aber Friede. Ja, wovon ich lebe. Weinfeste sind ja leider fast alle im Herbst. Und man zahlt mir auch nicht mehr so viel wie früher. Die Mosel ist finanziell ein Notstandsgebiet. Sag mal, warum ist eigentlich Michelle nicht mitgekommen? Ich habe mich so auf sie gefreut. Sie sagt, hier wird zu viel geraucht. Das ist nicht gut fürs Kind. Recht hat sie, diese verdammte Raucherei. Ist auch für meine Stimmbänder. Ja, dann komme ich morgen vorbei und schaue. Morgen? Ja, ich hatte mich für ein paar Tage eingerichtet, wenn Ludwig mich lässt. Fasst euch morgen nicht. Morgen kommt Franz Gillhofer. Er will seinen Sohn bei mir abgeben. Gillhofer? Ja, der Winzer aus Krems. Er möchte, dass sein Sohn bei uns hospitiert. Der hat ja doch auch mal einen Hof gemacht, stimmt's? Wohl kaum. Der Hansi ist 19. Och, ich meine doch nicht den Sohn, ich meine den Vater. Der Vater ist ein Charmeur, der macht jeder Frau den Hof. Oder er flattert von Blüte zu Blüte, wie sein Sohn mal sagte. Und was ist mit Herrn Römer? Ich will ja nicht neugierig sein, aber... Das bist du aber. Nichts Neues. Die Post verdient an uns. Die Post? Ja, wir telefonieren häufig. Zweimal am Tag. Und das reicht dir? Elfriede, als ich in deinem Alter war, das ist doch noch nicht so lange her. Ich habe ein fröhliches Leben gelebt. Freut mich für dich. Aber mein Leben ist auch oft fröhlich. Es gibt doch die Wochenenden. Ja. Ludwig! Ja, was ist? Ich konnte dich neulich nicht fragen, aber was hattest du für einen Eindruck von Angelika? Interessiert dich das wirklich? Immerhin waren wir 8 Jahre zusammen. Also wenn ich Michelle nicht kennengelernt hätte. Ja, wenn. Wenn die Oma Räder hätte, wäre sie ein Rennwagen. Ne? Aber jetzt entschuldige mich bitte, weil ich muss dringend aufs Klo. Du siehst sie wohl schon in der Horizontalen. Was? Na, die fährt sehr fast. Red keinen Blödsinn. Warum bist du dann mitgefahren? Warum wolltest du mich unbedingt herbringen? Meine Deportation wäre bei Eisenbahn genauso unmöglich gewesen. Ich genehmige mir eben eine angenehme Abwechslung. Schnackseln ist doch für dich keine Abwechslung, sondern ein Dauerzustand. Bist wieder mal reichlich frech, hm? Man sollte die Frau vor dir warnen. Tu das. Dann machst du sie neugierig. Da seid ihr ja endlich. Ich habe die Herren eigentlich früher erwartet. Stefan, eine kleine österreichische süße Aufmerksamkeit. Oh, danke, das ist ein Angriff auf meine Hüften. Ein durchaus vertretbarer. Ja, wir waren schon im Auto, da kam plötzlich ein Kunde überraschend und die Verhandlungen waren dann recht schwierig. Ach, warum soll es Ihnen anders gehen als uns? Ich kenne nur noch schwierige Verhandlungen und die Preise sind im Keller. Ihr Glykolskandal ist noch nicht vergessen. Der Glykolskandal.
Wissen Sie, wie viel Liter Glykolwein ein Erwachsener trinken müsste, um eine Vergiftung zu bekommen? Nein. 28 Liter. Oh. In 2 Stunden. Er würde also vorher an Alkoholvergiftung sterben. Ja. Das soll keine Entschuldigung sein für die Sauerei von 85. Unsere Quittung haben wir ja bekommen. Österreichischer Wein galt ja hier als unverkäuflich. Die Situation entspannt sich nur sehr zögernd. Vom Kunstwein nicht zu sprechen. Da würde ich doch sagen, trinken wir erstmal einen Begrüßungsschluck von unserem Kunstwein. Sag mal, ist das dein ganzes Gepäck? Ich dachte, du wolltest eine Zeit lang hier bleiben. Will ich auch. Das heißt, er will. Aber ich brauche nicht viel. Arbeitsklamotten und ein Outfit für die Disco. Disco? Du, da musst du dich an Gunther wenden. Der ist dafür zuständig. Ich zeig dir jetzt erstmal dein Zimmer. So, das wär's. Nicht gerade luxuriös, aber ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Vielen Dank. Ich will mich hier bestimmt sehr wohl fühlen. Also, ich war als Bub auf dem Internat. Da waren wir zu dritt in so einem Zimmer. Das soll hier demnächst als Kinderzimmer eingerichtet werden. Ach, Sie erwarten Nachwuchs? Ja, Michelle kriegt ein Kind. Allerdings erst im Herbst. Die wollen das ganze obere Stockwerk umbauen. Alle Achtung. Das lässt ja positive Rückschlüsse auf ihre Vermögenslage zu. Die ist recht bescheiden. Aber Michelle hat Geld, beziehungsweise ihr Vater. Ihr Vater. Siehst du, mein lieber Hans, was ich dir immer sage. Es ist eben wichtig, wen man sich als Vater aussucht. Natürlich. Du kannst dich nicht beklagen. Wo bleibst du denn? Wieder angerufen, als bin ich sofort losgefahren. Ach. Was soll ich dir zum Abendessen machen? Nichts. Aber du musst doch was essen. Der hat sein Frühstück überhaupt nicht angerührt, obwohl ich mir solche Mühe gegeben habe. Frau Büdinger hat schon das Aspirin zurechtgestellt. Und später kann er dann auch wieder an Essen denken. Was soll ich dir vorbereiten? Vielleicht ein leichtes Abendbrot. Das kannst du dir sparen. Wenn ich etwas esse, esse ich im Anker. Die Anlage nicht. Vielleicht schaust du mal auf die Uhr, wir haben Mittagspause. Taratzerfas, schön, dass Sie wieder da sind. Was macht Ihre Gesundheit? Wieder auf den Beinen? Ich war nie krank, ja. Ich war nur mal beim TÜV. Und hier ist alles in Ordnung? Hier ist alles in Ordnung. Brauchst du gar nicht so blöd zu betonen. Bei mir ist auch alles in Ordnung. Mahlzeit. Ach, Frau Büdinger. Ja? Ich wollte mich nochmals bei Ihnen bedanken. Party gestern. Hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Vielen Dank. Ich glaube, die haben alles aufgefressen, was? Ja. Und wenn Sie jetzt noch bedenken, was Sie gespart haben. Gespart? Naja, Sie wollen die Party doch im Anker machen. Das hätte Sie ein Vermögen gekostet. Ja. Ich bringe Ihnen gleich ein Glas Wasser. Haben wir an Esers Wein verkauft? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ja, natürlich. Das war Gunther, als Sie im Krankenhaus waren. Das Wort Krankenhaus will ich nicht mehr hören. Und der Gunther soll kommen. Zwar schnell. Ja, sofort. Gunther, du sollst bitte mal zum Chef kommen. Nein, sofort. Er kommt. Wenn sich das umspricht. Wenn sich was rumspricht. Der Bengel hat an den Esers 4-Fuder-Kabinett verkauft. Zu einem unmöglichen Preis. Wenn sich das rumspricht, werden die Leute denken, ich muss verschleudern. Ja? Du hast an den Esers Wein verkauft. Ja. Er brauchte ganz rasch 4-Fuder-Kabinett. Gegen Barkasse. Ja, 4-Fuder gut und Bar auch gut, aber doch nicht zu dem Preis. Ludwig, das war Barkasse. Da kann man doch mal 100 Mark runtergehen.
Hättest du doch auch gemacht. Nie! Soll ich dir sagen, was jetzt passiert? Du kennst doch Esus. Der kann sein Maul nicht halten. Der wird überall herum erzählen, dass ich verschleudern muss. Du weißt doch, wie die Kommissionäre sind. Die warten nur noch darauf, dass ich... Tut mir leid, ich hab gedacht, ich tue was Gutes. Du weißt, dass sich alle belauern. Du weißt, wie es um den Weinhandel steht. Du weißt auch, dass die Peter-KG nur darauf lauert, mich hier rauszukaufen. Dann rufe ich eben den Esus an und... Du wirst gar nichts. Mach ich schon selber. Ist es? Ja, Zerfass. Ja, ich finde da heute einen Bankauszug. Wir haben Ihnen doch eine Rechnung ausgestellt. Ja, ich habe einen Kunden. Hören Sie zu, ich möchte noch einmal mit Ihnen über den Preis sprechen, ja? Ja, ich weiß. Ja, ist es. Wie lange kaufen Sie schon bei mir? Richtig, ja, und ich möchte auch, dass es so bleibt. Ja, mein Neffe, der hat da während meiner Abwesenheit ein Ding gemacht. Gut. Und wann ist das? In Ordnung. Ja, also dann, also schönen Tag noch. Ja, Wiedersehen. Na? Mit der nächsten Lieferung kommen die 100 Mark wieder drauf. Wegen 400 Mark machst du ein Geschiss. Ja, ich mache ein Geschiss. Denn es geht hier nicht nur um die 400 Mark, wie du vielleicht immer noch nicht kapiert hast. Ja, Michelle. Guten Tag. Martin, grüß dich. Hallo. Hallo. Ja, Hans, kannst gleich anfangen. Der Martin sagt dir, was du tun musst. Ich hoffe, ihr nehmt ihn ordentlich dran. Damit ich auf andere Gedanken komme. Ich weiß. Sie erwarten ein Baby, Michelle. Gratulation. Danke. Und da arbeiten Sie noch im Weinberg? Warum denn nicht? Normalerweise arbeite ich mit. Und Michelle ist zu Hause, um zu verkaufen, falls Kundschaft kommt. Aber heute habe ich auf Sie gewartet. Ja, also worauf wartet ihr dann noch? Also gut. Ich nehme an, Sie bleiben über Nacht. Dann sehen wir uns zum Abendessen. Ja. Komm, ich gebe dir eine Jacke. Ach ja, ist immer wieder wunderschön, diese Landschaft. Ja, man sieht es der Landschaft nicht an, wie schlecht es den meisten Leuten hier geht. Über 1000 Winzer haben in den letzten Jahren aufgegeben, weil sie die Kredite nicht mehr zahlen konnten. Wissen Sie, wer der größte Weinbergbesitzer im Moseltal ist? Nein. Die Kreissparkasse. Beste Lagen zum Schätzwert von 85 Mark pro Quadratmeter werden für 30 Mark verkauft. Und sehr viel Land ist über Wert beliehen. Ja, schwierige Zeiten. Auch in Österreich. Der Winger da drüben hat 2,5 Hektar. Der Winzer hat im letzten Jahr 30 Fuder Wein erzeugt. Für den Fassweinverkauf hat er von der Kellerei 46.000 Mark bekommen. Minus Gestehungskosten, Krankenversicherung, Altersversorgung. Da blieben ihm 10.000 Mark. Ohne Schuldentilgung. Also wer allein vom Fassweinverkauf lebt, ist ein toter Mann. Und wie sieht's bei Ihnen aus? Wir sind Selbstvermarkter. Und Gottlob haben wir sehr viele anhängliche Kunden, die auch nach dem Tode meines Mannes treu geblieben sind. Und dann verkaufen wir nach Amerika. Bescheiden, aber immerhin. Aber trotzdem kann ich Ihrem Sohn nicht mehr zahlen als ein Taschengeld. Um Himmels Willen, der Hans ist nicht da, um Geld zu verdienen. Um der soll... auf andere Gedanken zu kommen, ich weiß. Aber hat er nicht gesagt, er will die Katrin nachkommen lassen? Welche Chancen haben denn schon die sogenannten Kinderehen? Auch ich war mit 16 in festen Händen. Mein Vater hat mich ins Internat gesteckt. Der Fall war erledigt. Aha. So sehr erledigt, dass Sie immer noch keine Frau haben? Ja. Aber wie sagt man so schön, man soll die Hoffnung eben nie aufgeben. Richtig. Und darauf trinken wir ein. Gern. Müssen wir mal sehen, wo wir sie hatten wir nicht gesagt. Ich warte schon seit einer halben Stunde. Ich wollte doch unbedingt Michelle guten Tag sagen. Ja? Ich habe gedacht, du willst Herrn Gilhofer kennenlernen. Nein. Aber da ich nun schon mal da bin. Herr Gilhofer, Elfriede Zerfass, die erste Frau meines Mannes. Angenehm. Freut mich sehr. Wir wollten gerade ein Glas Wein trinken. Willst du auch? Ach, ich möchte nicht stören. Ich wollte doch nur Michelle. Ich nehme an, die ist zum Einkaufen. Nein, sie arbeitet mit den Männern im Wingert. Was macht sie?
Das kannst du aber nicht zulassen. Sie müssen wissen, dass meine Schwiegertochter ein Kind erwartet. Ja, ich weiß. Weißt du, wie lange ich mitgearbeitet habe, als Gunther unterwegs war? Ja, aber das ist doch ganz was anderes. Michelle ist so zart. Ach, und ich bin ein robuster Trampel, ja? Vielleicht hast du recht. Hab ich das doch nicht gemeint. Ich wollte damit nur sagen, dass... Wollen wir jetzt reingehen? Ich möchte aber wirklich nicht stören. Das tust du auch nicht, Elfriede. Du, ich habe Linsen eingeweicht. Du könntest den Eintopf fertig machen. Dann können wir alle gemeinsam essen. Mögen Sie Linsen? Und wie? Linsen? Ja, ist denn das nicht am Abend viel zu schwer für Michelle? Nein, weil sie nämlich gar keine isst. Sie isst vorwiegend Ökogemüse und Ökosalate. Ach, wie schön. Und wie schön, dass ich mich nützlich machen kann. Wie lange ging's denn gestern Abend noch? Ich habe keine Ahnung. Ich bin um 11 ins Bett. Aber Ludwig hat heute Sterbetag. Ja, das war ja wohl auch nicht anders zu erwarten. Wie viele Flaschen braucht ein Erwachsener, um sich hinzumachen? Mit Glykol 28. Und ohne Glykol, das hängt wohl von der jeweiligen Konstitution ab. Die Konstitution meines Schwagers ist ausgezeichnet. Und trotzdem hat er heute Sterbetag, wie Sie hören. Glykol? Prost. Hanna, ich wollte Sie was fragen. Ja? Haben Sie eigentlich schon einmal Reben gezüchtet? Reben? Ja. Nein. Ach, das heißt ja. Wir hatten mal Frostschäden und da hat Roland, so hieß mein Mann, von den gesunden Pflanzen Ableger gezogen. Aber warum fragen Sie? Ich habe einen Freund in Ungarn, der ist auch Winzer und hat Weinberge am Plattensee. Der braucht 12.000 junge Rieslingreben und hat mich gefragt, ob er die von mir haben kann. Er könnte sie aber doch genauso gut von Ihnen bekommen. Wieso das denn? Naja, Sie haben angedeutet, dass Sie nicht gerade auf Rosen gebettet sind, während es mir recht gut geht. So gut, dass ich zurzeit gar keine Leute zur Verfügung hätte. Ach. Soll ich ihn wieder abholen? Oder übernachtest du auch heute wieder hier? Also werde gefälligst nicht frech. Ja, ich rufe dich an. Aber du kannst zum Essen auch mitkommen, wenn du willst. Vielen Dank. Ich habe dich schon genug Geld gekostet. Kunde, du bist doch nicht bescheuert. Du weißt doch, was an der Mosel los ist. Und nicht nur an der Mosel. Weißt du, wie lange es braucht, bis ein Gerücht bei uns hier rum ist? Keine 24 Stunden. Darüber musst du mal ein bisschen nachdenken. Wenn ich hier fertig bin, rufe ich dich an. Wie viele Personen? 4. Gut, geht in Ordnung. 20 Uhr. Ja, wiederhören. Der Herr Zerfass, schön, dass Sie wieder da sind. Wie geht's Ihnen denn? Alles gut überstanden? Darüber wollte ich mit Ihnen reden. Wie geht's Ihnen denn? Fragt mich jeder, der mir begegnet. Und ich frage mich, woher wissen die Leute, dass ich im Trier im Krankenhaus war? Mit der Familie und in der Firma war doch besprochen, dass ich auf Geschäftsreise bin. Haben Sie etwas erzählt? Herr Zerfass, als Sie letzte Woche bei uns umgekippt sind, hat Sie ein Krankenwagen abgeholt. Das war gegen 8:30 morgens. Da war die Brigade schon an der Arbeit. Und unsere Küche hat leider Fenster. Die Leute haben den Krankenwagen gesehen und natürlich gefragt, wer da abgeholt wird. Was hätte ich denn anderes sagen sollen als die Wahrheit? Außerdem wussten Sie, dass wir in dieser Nacht keine Zimmer vermietet hatten. Möglicherweise hat einer der Angestellten. Ich kann ja mal fragen. Und in 24 Stunden war das dann rum. Was? Na ja, dann ist mir ja alles klar. Ich darf dann wahrscheinlich nicht einmal husten, weil ich dann gleich eine Lungenentzündung habe. Lungenentzündung? Der Arzt sagte doch was vom Kreislauf. Na ja. Nein, heute kein Wein. Keinen Wein? Dürfen Sie keinen Wein mehr trinken? Nein, ich habe heute Sterbetag. Sie haben was? Ich hatte gestern Gäste zur Feier meiner Gesundheit, vom Bürgermeister abwärts. Und der Abend war ein voller Erfolg. Dann vielleicht erstmal ein Aspirin? Vielen Dank, schon bedient. Wie geht es Ihrem Mann? Noch immer Null-Diät? Hat gestern Abend angerufen und war sehr stolz. 10 Kilo sind runter. Was wollen Sie essen? Ja, darüber müssen wir reden. Es gibt einige Dinge, die ich nicht essen soll. Wir haben mir da eine Liste mitgegeben, wenn ich Ihnen die mal zeigen darf. Er fährt also nächste Woche nach Ungarn
und hat mich gefragt, ob ich nicht mitkommen möchte, um mir die Sache mal anzusehen. Aha. Ja, ich habe aber noch nicht zugesagt, weil ich das Ganze erstmal mit dir besprechen wollte. Ich habe mich aber schon erkundigt. Das geht über die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Wir brauchen eine Rebenanerkennung. Es gibt Bestimmungen und Seuchengesetze. Aber wenn wir jetzt noch anfangen würden, rauszuschneiden, für eine einjährige Rebe gibt es 1,50 bis 1,80. Korinth? Nein, Mark natürlich. Die Export-Import-Bestimmungen für Ungarn haben sich deutlich verbessert. Na, dann nicht zu Japan, den Plattensee. Sag mal, ist irgendwas? Ich dachte, du freust dich. Doch, doch, ich freue mich sehr, wenn du mit Herrn Gillhofer verreist. Der hat dich doch schon einmal angegeigt. Und diesmal kommt er vielleicht zum Ziel. Ach, das ist es. Ja, er hat mich angegeigt, wie du das nennst. Aber ich habe ihn abfahren lassen. Aber vorgestern hat er mich nicht angegeigt. Er hat sogar vorgeschlagen, ob du nicht mitkommen willst. Und jetzt möchte ich wissen, ob du Zeit hast. Zeit vielleicht, aber nicht das Geld. Mein alter Studienfreund pflegt, in den besten Hotels abzusteigen. Und das können wir uns wohl nicht leisten. Doch. Wir fahren mit dem Wagen nach Krems, übernachten da, holen Franz ab und fahren weiter nach Budapest. Und dort schlafen wir nicht im Hotel, sondern bei seinem Freund. Der hat ein großes Haus, das er zum Teil vermietet. Und zum Plattensee fährt man nicht länger als 2 Stunden. Der ganze Aufwand wegen 12.000 Reben? Nein. Ich war noch nie in Ungarn. Du? Nein. Na also? Budapest muss wunderschön sein. Und jetzt kann ich gerade noch weg, bevor die große Arbeit beginnt. Wir waren 2-mal miteinander verreist. Einmal in Wien und einmal auf der Burg. Die Rückreise haben wir in Corum unterbrochen. Das Romantikhotel, weißt du noch? Es war das Schönste, was ich in den letzten Jahren erlebt habe. Lass uns fahren. Ich möchte dich bitten, dass du fährst. Bist du müde? Putz munter. Aber damals bist du doch auch gefahren. Hat dir doch Spaß gemacht. Aber nicht mit Stöckelschuhen. Die man ja eventuell auch ausziehen kann. Mhm. Sehr gnädige Frau. Einmal. Danke. Zweimal. Danke. Dreimal. Hey. Was fragte Rotkäppchen den bösen Wolf? Was? Großmutter, warum hast du denn so schöne Beine? Das sagte der böse Wolf, damit ich dich besser anfassen kann. Und so soll ich fahren? Ja, Großmütterchen. Natürlich nicht schneller, als die Polizei erlaubt. Es reicht, wenn wir zum Abendessen in Krems sind. Hm? Jeder ist immer überrascht, wenn ich mal vor der Tür stehe. Darf ich trotzdem reinkommen? Ich muss dann den Männern das Essen bringen, aber bitte. Danke. Danke. Ich möchte dich etwas fragen, Michelle. Ich will auch gar nicht lange drum herum reden. Hanna ist doch jetzt für 3 Tage verreist. Ja? Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich so lange hier bei euch wohnen kann? Du hast Krach gekriegt mit Ludwig. Nein. Er versucht sogar sehr nett zu mir zu sein. Du machst dir Sorgen um mein Kind und möchtest mir helfen? Nein. Aber vielleicht kannst du mir helfen. Was? Alle denken, ich bin immer nur fröhlich. Stecke meine Nase in Dinge, die mich nichts angehen oder die mich nichts mehr angehen. Aber was ihr vielleicht nicht wisst, ich bin sehr allein. Wenn ich Engagements habe, geht's ja noch. Aber wenn ich nichts zu tun habe, Gießen ist ja nur ein Nest. Und ich habe wenig Freunde. Und in Gedanken bin ich meistens bei euch. Aber wir telefonieren doch immer. Ja, wir telefonieren.
Aber ich bin dankbar für jede Gelegenheit, euch zu sehen. Ich möchte zum Beispiel auch gern Angelika wiedersehen. Warum? Und ich dachte, Angelika war jahrelang mit Martin befreundet und ich dachte immer, dass die beiden... Ich habe sie einfach gern gehabt. Angelika lebt jetzt in Trier. Sie arbeitet da im Krankenhaus. Wenn du sie sehen willst, musst du also nach Trier fahren. Aha. Ja, vielleicht ist es auch Martin gar nicht recht, wenn ich hier bin. Ich weiß, dass Mütter ihren Kindern auf die Nerven fallen können. Und ich scheine ein besonderes Talent zu haben. Naja, es war nur eine Frage. Ich freue mich, wenn du 2 Tage bei uns bist. Und Martin auch. Wirklich? Ist der dir schlecht, Herr Gehofer? Ist der dir schlecht? Sehr recht. Der Tisch ist sehr recht. Und sehr recht wäre eine Flasche von meinem Wein. Die Herrschaften waren lang unterwegs, Leo. Also, mein liebes Törl, wie ist heute der Tafelspitz? Das Glänzen, Herr Gehofer, wie immer. Also, 3-mal mit allem. Den habt ihr ja damals auch gehabt, wie ihr bei mir wart. Ja, wie wär's mit einer Vorspeise? Wie wär's mit einer Vorspeise? Nein, danke. Und der Herr? Für mich eine Frittatensuppe. Also, 2 Frittatensuppen und ganz rasch den Wein. Den habe ich doch schon hergekriegt, den wir den Tisch bestellt haben. Ja, ich bitte nochmals um Entschuldigung, aber meine Perle hat heute ihren freien Tag und Küche ist nicht meine Stärke. Womit wir beim Thema wären. Bei welchem Thema? Na, was deine Stärke ist. Schon damals in Geisenheim und offenbar doch noch immer. Du würdest mich nicht wiedererkennen. Ich lebe wie ein Mönch. Sie sollen ja gar nicht so schlecht leben. Ja, bis auf die Tatsache, dass sie wenig Nachwuchs bekommen. Womit ich beim Thema wäre, wie macht sich der Hans? Sehr gut. Ihr Wein. Dankeschön. Er arbeitet für 2. Das hört der geplagte Vater gern. Er isst allerdings auch für 2. Ich hoffe, er trinkt nicht auch für 2. Falls er aber für 2 telefonieren sollte, das verbinden Sie ihm bitte. Nein, bis jetzt hat er nicht telefoniert. Aber die Katrin hat einmal angerufen. Das hört der geplagte Vater nicht so gern. Trotzdem Prost. Prost. Marika? Wem war Jocker aus Franz Gilhofer? Egen. Ob Papa da tun war? Ege. Ist wahr. Franz, servus, ja. Du, ja, also pass auf, wir kommen morgen im Lauf des Tages. Ja, aber ich habe eine Bitte. Meine Freunde brauchen nicht wissen, dass ich deinen Weinberg gekauft habe, ja? Sage ich Ihnen eine Spätlese. Abtrocken. Moselbrügge Steillager. Wie viel Öchsel hat der Wein? 85 Grad. 85 Grad? Ich habe alles bekommen. Beim Fleischer gab es sogar ein Sonderangebot. Ich habe später Elfriede. Ja, soll ich ja weitermachen? Wenn du willst, kannst du dich ein bisschen. Ausruhen. Elfriede, was hatten wir besprochen? Schon gut, schon gut. Viel Glück. Na, schmeckt er? Herrlich, ganz fantastisch. Ein herrlicher Wein. Möchten Sie daran? Ja, gerne. Strom kostet ja nichts. Hans, was machst du denn da? Ja, wie soll ich das erklären? Wir sind angekommen, dann haben wir uns so rasch als möglich ausgezogen. Und wollen Sie wissen, was wir dann gemacht haben? Und wer sind Sie? Das ist Katrin, meine Frau.
Du bist verheiratet? Ja, davon weiß ich doch gar nichts. Ich heiße Katrin Neumeier. Guten Tag. Darf ich liegen bleiben oder soll ich aufstehen? Nein, nein, nein. Bleiben Sie bitte liegen, ja? Sie dürfen ruhig du zu mir sagen. Obwohl ich ja wesentlich älter bin als mein Mann. Ja, und ja, aber ich verstehe das alles nicht. Das kann ich Ihnen erklären. Katrin ist der Grund, warum ich hier bin. Wie bitte? Mein Vater meint, wir passen nicht zusammen. Altersmäßig. Und da hat er mir hier eine Hospitanz angeschafft, damit ich auf andere Gedanken komme. Ich wollte meinem Vater diesen Gefallen tun und deshalb bin ich hier. Einen anderen Gefallen kann ich ihm leider nicht tun und deshalb ist Katrin nachgekommen. Das war uns von vornherein klar. Ja, und weiß Hanna, ich meine, weiß Frau Zerfers davon? Ja, sie hat mich damals recht herzlich eingeladen in Krems. Und wer ist sie? Ist die Mutter von Martin. Wer ist Martin? Erkläre ich dir alles später. Ich sehe, Sie verstehen sehr viel vom Wein. Was kommt nach der Spätlese? Ja, Auslese. Gut. Und wie viel Öxlöse hat der Wein? Unser Auslese? Michelle, ich muss dich sprechen. Komm bitte nicht hier. Ich bin gleich wieder da. Danke. Wir haben Zeit. Bis Weihnachten. Ich will mich umziehen. Da höre ich von oben Musik. Und da ich weiß, dass Hans mit den anderen im Wingert ist, denke ich, er hat vergessen, sein Radio auszumachen. Ich gehe in sein Zimmer. Da liegt er im Bett mit einem Mädchen, von der er sagt, sie ist seine Frau. Du meinst Katrin? Ja, sie ist vorhin angekommen. Aber das ist nicht seine Frau, sondern seine Freundin. Du weißt davon? Ja, Hans hat gefragt, ob sie kommen darf. Und Hanna weiß das auch? Ja. Na schön. Der Einzige, der wieder mal nichts weiß, bin ich. Dann hol dich mal von dem Schreck und trink mit uns ein Glas Wein. Die Leute sind so nett. Elfriede. Prost. Darf ich vorstellen? Das ist Elfriede, meine Schwiegermutter. Schwiegermutter? Ja. Ich liebe Schwiegermütter. Na. Eine Wohnung und ist dort oben. Na, dann wollen wir mal. Ja, warte noch, lass uns doch zuerst schauen, ob überhaupt wer zu Hause ist. Bevor wir die Koffer aufschleppen. Gute Idee. Oh ja, da ist wer zu Hause, wie man hört. So einen Hof habe ich auch noch nicht gesehen. Früher hat einmal das ganze Haus den Kalmars gehört. Aber nach dem Krieg ist alles verstaatlicht worden. Marika, servus. Ich stelle. Hatte mich sehr wohl. Jona, potrend. Gertek we. Mir wollte sie verwerfen. Jojo, sommer bei Mutter mit. Aber erst mal vorstellen, das ist die Marika. Die kenne ich schon, wie sie noch ein Baby war. Guten Tag. Anna. Guten Tag. Es ist Leo. Guten Tag. Ich bin der Name. Das war ihr ganzes Deutsch. Schon mal guten Tag, Mensch. Nee, ich gehe noch gut schon. Also erst mal das Gepäck. Ich bin Anna. Ich bin Anna. Ich bin Anna. Ich Ich bin
könnte etwas Party werden, Alan. Marikas Eltern sind zum Glück nicht da und sie gibt eine kleine Party. Marika hat ihre Freundin zum Koffertragen verdonnert. Wozu sind wir verdonnert? Zu einer Stadtrundfahrt? Ja, eine kleine Begrüßung könnte nicht schaden. Nein, remélem, neked nem kell megmutatnom a szobádat. Ugyanaz, mint szokott lenni. A többieknek meg ott van ez a nagy szoba, ezzel a nagy ágyjal. Remélem, megfelel. Danke, danke, danke. Na, zufrieden? Wunderschön. Nagyon szép, Marika. Köszönöm. Hova van a szüleid? Apunak japán ügyfele érkezett. Már megint a komputerek miatt. Anyu meg a feleségét sétáltatja a városban. Tiszta hülyeség, hogy épp ma kellett érkezniük. Tehát már nem lehetett átprogramozni őket. Und mit Blick auf die Donau. Ich habe die Marika gefragt, wo ihre Eltern sind. Ihr Vater ist Computerfachmann und hat Geschäftsbesuch aus Japan, der ausgerechnet heute angekommen ist. Und ihre Mutter muss dessen Frau die Stadt zeigen. Die Stadt zeigen? Da hätten wir uns auch anschließen können. Nein. Budapest zeige ich euch. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Also ich schlage vor, dass wir... Computerfachmann. Ich denke, er ist Winzer mit Weinbergen am Plattensee. Ja, der alte Kalmar war Winzer. Der war ja schon mit meinem Vater befreundet und deshalb kennen wir einander auch. Marikas Vater ist am Weinbau absolut nicht interessiert, hat alles verkauft. Das soll ja vorkommen, dass Söhne sich für den Beruf des Vaters nicht interessieren. Da haben wir beide mehr Glück. Was, Hanna? Ja. So, das sind wir endlich. Ah, danke, dass du mir deinen Wagen geborgt hast. Wagen, sagst du, der alten Schleuder? Sehr schmeichelhaft. Das ist die Katrin, das ist der Martin. Martin ist der Chef. Chef? Was soll der Blödsinn? Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Wenn das dein Vater wüsste. Na und, dann trifft ihn der Schlag. Hat der Zug Verspätung gehabt oder wart ihr im Stau? Nein, nein, der Zug hat keine Verspätung gehabt und... Und wir waren auch nicht im Stau, wir waren im Bett und haben Wiedersehen gefeiert. Und da ist deine Mutter gekommen und da hat die der Schlag getroffen. Meine Mutter hat schon oft den Schlag getroffen, aber auf wundersame Weise hat sie alles überlebt. Du willst hier wirklich mitarbeiten? Freilich. Ich muss doch wenigstens mein Essen abverdienen. Na dann mal los. Der Griesgram da. Mit der Flasche. Das ist der alte Matzenbach. Unser Faktotum. Sag mal hübsch guten Tag. Guten Tag, Herr Matzenbach. Tag. Haben Sie auch einen Vornamen? Kann mich nicht erinnern. Otto. An die Arbeit.